Wir schauen uns heute Skibidi Toilet Staffel 22 an. Staffel 22 ist ein Zusammenschnitt von Episode 66 bis Episode 68. Alle Parts sind damit drin. Und ihr habt mich darauf hingewiesen, dass scheinbar in diesen Zusammenschnitt neue Secrets eingebaut wurden. Wir haben ja neulich in einem Analysevideo festgestellt, dass verschiedene Parts von Folge 67 war es, glaube ich, nachträglich verändert wurden, als die Vollversion online gegangen ist. Und so ist es scheinbar auch hier in der Staffel. Es wurden neue Secrets in den verschiedenen Folgen eingefügt für diesen Zusammenschnitt. Das heißt, wir schauen uns das jetzt einmal komplett an. Ich denke, hier drin sind einige neue Hinweise auf die Story versteckt, Freunde. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Gerne den Channel abonnieren, damit ihr keine Videos verpasst. Und ganz, ganz wichtig, ich verlose aktuell auf meinem Instagram-Profil 2 PlayStation 5. Ich weiß, dass einige von euch mir noch nicht auf Instagram folgen. Ich glaube, einige wissen auch gar nicht, dass ich ein Instagram habe, Freunde. Deswegen der erste Link in der Beschreibung ist mein Instagram-Account. 2 PlayStation 5 gibt es zu gewinnen. Ihr könnt nur noch heute teilnehmen. Deswegen klickt auf jeden Fall auf den Link, folgt mir, liked den Beitrag von den PlayStations und dann habt ihr vielleicht die Chance, vor Weihnachten noch eine neue PlayStation zu bekommen, Freunde. Ich wünsche euch viel Erfolg und wir gehen jetzt rein ins Video. Und die Staffelzusammenfassung startet auch schon ganz anders. Der Fug Boom präsentiert Staffel 22. Der Skibidi Toilet Krieg. Wir müssen jetzt ganz genau aufpassen, was sich hier wirklich geändert hat, was neu ist, was anders ist. Hier stürzt der Rocket-Helikopter ab. Ah, wir sind hier noch in dem Kampf sogar. Da hinten war der Secret Agent. Das kennen wir. Sieht genauso aus wie immer. Hier die Falle, die uns gestellt wurde, als wir dachten, dass die Titanen erledigt wurden. Und jetzt wisst ihr auch, wo wir uns befinden. Genau in Folge 66. Wo jetzt alle sauer werden. Und den Toiletten ordentlich einen reinboxen. Da reicht uns irgendwer ein Messer. Wahrscheinlich war es der Secret Agent. Hier haben wir so eine Militärtoilette. Und Dark Speaker Man und Speaker Woman. Die da ordentlich reinmessern. So weit, so gut. Hier noch. Oh, was da. Surveillance Camera Woman ist auch hier im Attack Mode. Let's go. Okay. Also was man bis jetzt gerade schon mal sagen kann, ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt. Wir haben definitiv andere Hintergrundmusik. Und ich finde, manche Animationen sind viel, viel cleaner, als wir es bis jetzt gesehen haben. Also die Animationen sind teilweise viel besser einfach. Sehen viel besser aus. Vielleicht kommt es mir aber nur so vor. Okay, der kracht hier rein. Hier ist TV-Woman am Start. Grüße. So, hier ist die ganze Gang. Wir haben noch den Speaker-Man. Dark Speaker Man ist da. Let's go. Und da ist diese komische Strider Toilet. Die jetzt aber, zack. Und zack. Komplett hops genommen wird von unserem Glitch Cameraman, von Plunger Man. Mit seiner Glitch Toilette. Der allerechte. Hat er gut gemacht. Okay, die beiden hier. Team ist wieder vereint. Und jetzt teleportiert sich der Scientist hierhin. Und wir hauen jetzt schnell ab. Oh, stimmt. Wir kommen jetzt ja auch in die TV-Man-Basis. Ich hoffe, über die Basis finden wir mal irgendwann noch mehr heraus. Weil wir waren ja nur ganz kurz da. In der TV-Man-Basis. Oh, ihn habe ich schon ganz vergessen. Wie er sich da noch die Brille aufsetzt. Und dann immun gegen alles ist. Und hier sind wir. Die TV-Man-Hauptbasis. Die einfach super freaky aussieht. Hier der Scientist TV-Man. Er sagt, this is confidential, ne? Damit wir nichts verraten von dem, was wir hier sehen. Und da sehen wir das Leuchten von Upgrade. Oh, eine neue Szene! Eine komplett neue Szene. Upgraded Titan TV Man, Upgraded Cinema Man. Am Start, eine komplett neue Szene, wie er aktiviert wurde. Transmission Error, Recording Error. Wir sind hier oben drauf. Und das ist der Cameraman, der die Fernbedienung kriegt. Dieses Hacking Device. Ich habe es in der Analyse gesagt, dass er hier oben drauf stand. Und da unten ist der Cameraman, aus dessen Sicht wir Episode 67 gesehen haben. Der Secret Agent hat uns die Fernbedienung gegeben, mit der wir
Oder da oben ist er. Habt ihr es gesehen? Das Leuchten und die beiden Charaktere? Wie krass. Oha, als wenn so viel neu ist hier drin. Das ist ja turbokrass. Hier werden wir jetzt angegriffen. Zack. Und Boots. Polizeitoilette. Noch nicht ganz erledigt, aber gleich. So. Das Ding will nochmal angreifen. Erwischt. Yo, komplett crazy, Freunde. Als wenn ihr... Ah. Da erledigt es ihn. Und wir werden hier attackiert von der komischen Mafia-Toilette. Aber Speakerman und Titan Cameraman sind am Start. Wir dachten, sie sind zerstört, aber die beiden sind back. Und zack. Wird hier erstmal ordentlich reinrasiert. Auch die Mafia-Toilette wird hier komplett fertig gemacht. Und da sind unsere beiden Titanen am Start. Geschwächt. Geschwächt, aber sie sind da. Und jetzt fliegen wir hier hoch auf diesen Container, wo eben noch der Secret Agent war. Jetzt ist der Scientist hier. Versus unsere Titanen. Geht's jetzt hier in den Kampf. Zack. Aber der Scientist ist einfach zu stark für unsere beiden normalen Titanen. Keine Chance. Sie können zwar ein bisschen Damage machen, aber nicht genug. Waffe zerstört. Er benutzt hier seinen Energiestrahl. Aber auch das rettet ihn nicht auf ewig. Boots. Ah, da kommt unsere Glitch-Toilette auch nochmal rein. Glitch-Cameraman. Der aber leider dann auch sehr schnell zerstört wird. Und hier, oha, wie er ihm einfach ins Auge reinsägt. Und der neue G-Man. Wir wissen auch immer noch nicht, was mit dem los ist. Der versteckt sich ja auch noch irgendwo. So, er klaut ihm da die Linse und hypnotisiert ihn jetzt. Hypnotisiert ihn jetzt. Und er versucht, sich selbst den Kopf abzusägen. Aber Upgraded Cameraman schafft es. Oh, schafft es, ihn zu retten, gerade so. Alter. Wie er einfach... Oh, da wollte er ihm das Messer reinschießen, aber es hat nicht funktioniert. Und jetzt kämpft Cameraman gegen Speakerman. Die beiden finden das auch noch lustig. Wir versuchen, den Bildschirm zu zerstören. Aber keine Chance. Aber er hat eine Chance. Oh ja, er hat eine Chance. Da ist er. Upgraded Titan TV Man. Genau im richtigen Augenblick taucht er auf. G-Man hat gar keinen Bock. Er haut direkt ab. Aber der Scientist geht in Kampfstellung. Da ist er mit seinem Schwert, mit seiner Energieklinge. Und zack. Zack. Wie er ihn einfach fertig macht. Komplett krass. Und zerstört. Jetzt nochmal den Energiekern öffnen und den Rest rausbrennen. Und der Scientist ist komplett vernichtet. Die beiden Titanen stehen auch wieder auf. Er kriegt eine neue Linse. Er sagt No Stabbing. Ja. Ihm wird nicht wieder in den Bildschirm gestochen. Und jetzt sind hier unsere neuen G-Man-Klone. Die neuen G-Man-Versionen. Und er geht direkt in den Kampfmodus rein, Alter. Let's go. Und die beiden auch so. Naja, okay. Dann kämpfen wir halt. Let's go. Und hier ist der Agent. Look to the left, sagt er. Schau nach links. Und wir sehen die Scientist Toilet, wie sie abhauen will. Und auf uns schießt. Und wegfliegt. Wir verfolgen sie natürlich. Oh. Und landen im Bunker.
im Bunker der Skibidi Toilets. Alle unsere befreundeten Einheiten kommen hier rein. Den Large Speaker Man. Uah! Den Large Speaker Man erwischt es leider. Ihn hat's erledigt. Aber alle anderen schaffen's rein. Plunger Man kriegt seinen Plunger. Und alle gehen in Kampfposition, um den Bunker zu erkunden. Da. Oh. Der braune Cameraman, neue Szene. Er hat eine Kameraaufnahme vom Scientist. Er hat eine Kameraaufnahme, wie der Scientist sich im Bunker verschanzt. Das ist der Gang, in dem wir dann waren. Woher weiß er das alles? Ich meine, natürlich, er weiß es vom Agenten, aber warum hat der Agent ihm das gesagt? Warum hat der Agent ihm das alles gezeigt, der Secret Agent? Wir sind im Bunker unterwegs, auf der Suche nach dem Scientist. Während draußen der Kampf weitergeht. Wir wollten noch reinkommen, wir schaffen es aber nicht. Und jetzt sehen wir, wie hier die ganzen G-Man-Klone einfach zerfetzt werden. Auf easy. Haha. Seine Laser bringen ihm gar nichts. Auch die beiden hier mit ihren rotierenden Raketenwerfern. Absolut keine Chance. Er schießt hier auch ein paar Raketen rein, weil er dachte, er kann noch irgendwas machen. Aber vergiss es, Bro. Er wird hier auch erstmal direkt bestrahlt. Er auch. Krass eigentlich, wie leicht die G-Man-Klone besiegt wurden, ne? Ist schon fast lächerlich. Hier noch der Parasit, der auch einfach, zack, weggelöscht wird. Er setzt sich wieder zusammen. Und da ist noch der eine G-Man-Klon. Der hat noch Bock zu kämpfen. Keine Ahnung, was er sich ausgerechnet hat, was passieren wird. Ob er wirklich dachte, er hat eine Chance. Aber das war's mit den Armen. Er dreht sich um. Zack. Einfach das teleportierende Schwert. Komplett crazy. Komplett crazy. So, jetzt werden wir hier noch einmal angegriffen. Putz. Und jetzt sehen wir durch seinen Screen alles, was drinnen passiert. Jetzt können wir alles sehen, was drinnen abgelaufen ist. Hier. Die Szenen kennen wir. Mal sehen, ob wir jetzt hier am Ende noch irgendwelche neuen Szenen bekommen. Ich hoffe, dass wir noch mehr sehen. Hier dieses Logo von den Skibidi Toilets. Er hat hier dieses neue Hacking-Device, was auch immer das ist. Er kann damit alle möglichen Türen öffnen hier im Bunker. Warum auch immer er diese Fähigkeit bekommen hat. Zack. Abgespült. Schicht im Schacht. Und hier öffnet er den Fahrstuhl. Und er fragt auch, hey, was ist denn das für ein Ding, was du da hast zum Hacken? Aber wir gehen jetzt erstmal nachschauen, was dort hinten los ist. Der braune Cameraman will uns davon abhalten. Ihr habt's gesehen. Der will uns stoppen, dass wir nach hier hinten gehen. Wir machen es aber trotzdem. Hier die Skibidi Toilet Fabrik oder was das ist. Wo hier diese ganzen Säurekanister dran gebaut werden. Weil Säure die beste Waffe ist. So, Transmission Error, Recording Error. Haben wir jetzt auch. Das, was der braune Cameraman auch hatte, haben wir auch hier. Und haben den Alarm auch noch ausgelöst. Da ist Walter White und Jesse Pinkman. Breaking Bad ist immer noch am Start. So, hier ist mal eine Explosion rein. Und, oh. Der Cameraman wird nochmal verletzt. Da hinten kommt dieser neue komische Scientist. Und Large Cameraman wird komplett durchgelasert. Aber mit was haben die da auf diesen Scientist geschossen? Habt ihr diese glühenden Dinger gesehen, die da reingeflogen sind? Ich frage mich, was das war, weil das ist doch eigentlich die Waffe von Surveillance Camera Woman, oder? Obwohl sie nicht hier ist.
Der Large Cameraman stirbt. Einer unserer besten Verbündeten. Und wir kommen unten an. In diesem roten Gang. Und danach geht es dann in Episode 69 weiter. Das war die längste Staffelzusammenfassung, die wir bis jetzt jemals hatten. 14 Minuten Zusammenschnitt aus den ganzen letzten paar Episoden. So viele krasse neue Szenen. Beispielsweise die Szene hier, als Titan TV-Man plötzlich zum ersten Mal erwacht. Wie wir ihn zum ersten Mal sehen, das hatten wir ja damals nicht bekommen. Diese Szene war damals nicht drin. Wir wussten nicht, dass Titan TV-Man wirklich kommt, bis er im Kampf gegen den Scientist plötzlich auftaucht und da dann kämpft. Und die nächste Szene direkt im Anschluss. Der braune Cameraman hier oben auf diesem Tanker oder was das ist. Wie uns der Secret Agent, und ihr seht, Transmission Error, Recording Error. Wir haben es natürlich in unserer Folge, die Allianz weiß aber nichts davon. Keine Übertragung, keine Aufnahme. Und er gibt uns hier diese Fernbedienung, mit der wir scheinbar jedes Keypad, jede Tür öffnen können. Einfach so. Und er sagt, you know what to do. Du weißt, was zu tun ist. Die Allianz anführen im Bunker. Zwischendurch kriegt er ja dann auch noch Info, wie wir gesehen haben. Wenn wir hier ein bisschen vorspulen, Moment, wo ist die Szene? Hier. Wie er auf einmal vor uns tritt. Er hat ein Tablet mit Aufnahmen oder Überwachungskameras. Vielleicht kann er das auch mit der Fernbedienung hacken. Keine Ahnung, also dass er die Überwachungskameras im Bunker hacken kann. Und wir sehen hier den Scientist, wie er abhaut, immer weiter in die Anlage reinfährt. Und er hier Wachen hinterlässt, gegen die wir kämpfen müssen, gegen die wir kämpfen sollen. Wie auch immer. Und das hier ist der Gang, in dem wir sind. Hier links ist dieses Keypad und so weiter und hier ist der Eingang zum Aufzug, mit dem wir nach unten fahren. Also ich denke mal, dass wir weiter unten wahrscheinlich den Scientist finden werden in Episode 69, die jetzt auch irgendwann die Tage kommen sollte. Krass, Freunde. Aber unsere Theorie über den braunen Cameraman war vollkommen richtig. Skibby die Toilet, so krass, wie sich das alles entwickelt hat. Wenn es euch gefällt, Freunde, Daumen nach oben, Channel abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.